Sehr verehrten Damen und Dings, lieber Herr Pfarrer, liebe Frau Pfarrerin, liebe Weinköniginnen und Weinköniginnen, aber auch, ich freue mich. Freue mich, dass ich heute hier sein darf, da wo Bayern am schönsten ist. Ich sage das immer, weil Bayern immer genau da am schönsten ist, wo ich gerade bin. Schauen Sie, mit Schönheit kenne ich mich aus. Meine Frau, die Katrin, die Karin, also beide. Die bürstet ihr Haar jeden Morgen exakt 200 Mal. Gut, der Frisur sieht man es nicht an, aber ihre Oberarme sollten Sie mal sehen. Da, Sie merken schon, ich bin ein Witzplätzchen, ein Scherz, Dings. Das hat schon Franz Josef Stoiber immer imponiert, Edmund Strauss. Er hat immer zu mir gesagt, Alfons hat er gesagt, er dachte immer, ich heiße Goppel, Er sagt, Alfons, wenn wir dich zum Generalsekretär machen, dann beweisen wir, dass wir Humor haben. Und so kam es dann auch. Und heute stehe ich vor Ihnen und darf ich und meine Person, wir vier, und dürfen den Glanz der großen Tage in Ihre triste Gegenwart, in Ihre schöne Gegenwart bringen. Vor Ihnen steht stolze bayerische Geschichte, meine Damen und Herren. Ich komme aus einer Vergangenheit, wo wir noch eine Zukunft hatten. Liebe Inflationsjäger, meine Damen und Freunde, ich kann mich noch genau erinnern, wie Alois Siemens, das war der Vater vom Siemens, der erste Siemens, Alois Siemens, der war noch Schafhirte im Bayerischen Wald, wie der mit seinem Heustadel, mit seinem Dreschflegel im Heustadel den Vorläufer für den ersten Mikrochip der Welt zusammengeklöppelt hat. Der Rest ist Geschichte. Alois Siemens hat einen bayerischen Weltkonzern geschaffen, die Alois Müller Milch GmbH. Wie komme ich jetzt auf Müller Milch? Ach so, weil der Siemens-Chef so lange Käser hieß. Es ist eine Käserei. Egal, ja. Zu jener Zeit, als Siemens gegründet wurde, ist der Chinese mit seinem Bambushut in China am Wegesrand gesessen und hat die 23A mit süß-scharfer Soße gegessen und auf seine beiden Kollegen gewartet, die mit dem Dings, mit dem Grammophon, mit dem Saxophon. Na, wie heißt's? Drei Chinesen mit dem Kontrabass, danke, Kontrabass. Drei Chinesen saßen auf der Straße und erzählten sich was. Heute sitzt in China kein Chinese mehr am Straßenrand und erzählte sich was. Weil er sonst nämlich von einem nagelneuen BMW aus bayerischer Produktion überfahren wird. Aber wie lange noch? Das ist die bange Frage, die wir uns alle stellen müssen, liebe Elektrofahrzeugfreunde. Liebe Kobaltvernichter. Mittlerweile sind die Chinesen dabei, uns technologisch zu überholen. Wenn das so weitergeht, füttert uns eines Tages der chinesische Pflegeroboter die Schweinshaxe süß-sauer mit Stäbchen. Und wir können von Glück sagen, wenn er uns vorher die dritten Zähne eingesetzt hat. Liebe Krustenzuzler. Auf Ihre Kinder können Sie bei der Pflege nicht zählen. Die sitzen in irgendeiner Großstadt und arbeiten 50 Stunden die Woche, damit sie sich die Miete leisten können. Damit sie dann in einem Einzimmer-Mini-Apartment für 1.000 Euro kalt hausen, indem sie in einem 2 Quadratmeter Bad beim Duschen gleichzeitig auf dem Klo sitzen können. Wirtschaftswissenschaftler sagen, das ist sehr effizient. Man kann 2 Geschäfte gleichzeitig erledigen. Und zum Essen sitzt man an der festlich gedeckten Waschmaschine. Mehr Platz haben die nicht in den kleinen Wohnungen. Da musst du halt den Schleudergang ausmachen, wenn die Suppe kommt. Und das ist doch das Drama unseres Lebens. Wir schicken die Leute zum Arbeiten, nicht wahr? Wir schicken die Kinder sonst wohin, damit sie irgendwo dann studieren und dann sind sie fort. Nicht wahr? Das ist es. Und dann, wenn wieder mal Lockdown ist, dann kommen sie wieder heim. Oder an Weihnachten. Ja, ist doch wahr. Nicht wahr? Aber wissen Sie, Schwamm drüber, auf dem Land interessiert es keinen. Und da wohnen unsere meisten Wähler. Und deswegen müssen wir nur so tun, als ob wir was dagegen tun. Dafür haben wir unseren Horst Seepferdchen als Heimer als Minister für Hals, Nasen, Ohren.
für Bauern, Heimat und Innereien. Unser Bundesindizierminister. Der hatte ja damals das Baukindergeld eingeführt. Das nützt, wo es brennt, niemanden etwas. Wenn eine Familie in München, im Großraum München, mit zwei Kindern mindestens 800.000 Euro braucht, oder bis diese Sendung ausgestrahlt wird, 1 Million Euro braucht, um eine 80 Quadratmeter Eigentumswohnung zu bauen, dann hat sie das Geld entweder schon oder sie hat es eben nicht. Und wenn sie es wie die allermeisten nicht hat, dann nützen 24.000 Euro vom Staat verteilt auf 10 Jahre so viel wie 2 Eimer Wasser als Spende fürs örtliche Schwimmbad. Meine Damen und Herren, das sollten wir uns überlegen. Und da sind wir beim nächsten Thema, nämlich beim Homeoffice. Und da sagen ja viele, das wäre doch die Lösung. Nicht wahr? Der Mensch fährt nicht mehr hin zum Arbeiten, sondern bleibt da, wo er ist, zu Hause. Bei seiner Frau und macht nebenher das Homeschooling und den Abwasch. Und tut ein bisschen Dings, ein bisschen so, als würde er was arbeiten. Ja, er spart sich ja teilweise 3 Stunden Fahrt, wenn Sie am Hauptbahnhof in Ebersberg starten. Dann sind Sie nicht in 10 Minuten in der Landeshauptstadt, wenn Sie meinen, was ich verstehe, wenn Sie erst einmal durch den Forst durch müssen, meine. Ja, ist doch wahr! Und jetzt haben wir ja gesehen, jetzt kann man dann die Zeit zu Hause bleiben und dann bleibt man zu Hause und dann, gut, kann nicht jeder zu Hause bleiben. Also Flugzeugmechaniker, ist schwierig in der Reihenhaussiedlung da. Da schauen die Nachbarn blöd, wenn der Dings da steht, dann zum Reparieren. Oder die Krankenschwester kann ja, normalerweise nimmt die keine Patienten, also nicht immer. Das gibt's nur in irgendwelchen Filmen. Egal, wir driften weg. Meine Fantasie ist da, ja. Jetzt Frage. Warum sollten Sie in Nürnberg, in München, in Regensburg, in Ingolstadt in ein Büro pendeln, wenn Sie dort in den Großraumbüros mittlerweile zusammengepfercht sind als Menschen, dass Sie sagen, jede europäische freilaufende Henne hat mittlerweile mehr Arbeitsplatz bezogen auf ihr Körpervolumen als Sie, meine Damen und Herren, wenn Sie im Großraumbüro arbeiten. Das ist doch der Witz, meine sehr entsetzten Damen und Herren. Warum sollen Sie da hinfahren? Und da haben, glaube ich, wir gesagt von der CSU, wir brauchen überall Datenleitungen, an jeder Milchkanne muss ein superschnelles Internet sein. Und dann haben wir festgestellt, es gibt Regionen in Bayern, oft an Grenzen zu anderen Ländern, da reden die Leute immer in der dritten Vergangenheit, weil in der Gegenwart nichts passiert. Und da haben wir also auch nichts. Also ich sage Ihnen, wir brauchen überall in Bayern Laptops und WLAN-Kabel aus Glasfasern. Ich weiß, wie gesagt, es gibt Regionen in Bayern, die warten noch auf den Kanalanschluss, die sagen dann, Internet schön und gut, aber wohin mit der Scheiße? Danke, jetzt muss sich ändern. Da ist doch wahr.